Guten Tag und willkommen zurück zu Pokémon. Ja, schon wieder. Zu Let's Play Pokémon Fire Rote Edition. Und wir waren hier stehen geblieben beim Kampf gegen diese Göre hier. Olivia. Bei dem Namen fällt mir immer Fringe ein. Meiner Meinung nach die beste Serie, die es gibt. Das haut richtig rein. Pikachu? Wie viel Angriff hat das denn? 50 zum Vergleich. Ja. Nur Spritzer hat mehr und Spritzer benutzt seinen Angriffswert gar nicht. Also, das hier, also Sucker ist das Pokémon, was am besten reinhaut. Also, ich habe jetzt nur auf Spezialangriff und Angriff geachtet und. Keiner hat mehr als 50 auf einen Wert von den beiden. Also dieser Knosp, also Samen kommt ja sehr nah dran, aber ja. Ja, Doppelteam. Toll. Wehe, du triffst nicht. Ja. War ja so klar. Mein Glück mal wieder. Muss ich speeden. Ach ja, wunderbar. Mach langsam! Wieder das Team sortieren. Ich will ja jeden gleichmäßig trainieren. Hier wird ja niemand zurückgelassen auf einem Level. Das ist nicht mein Stil. Oh, ich sollte mir mal die Nase putzen. So, hab ich. Mein Papa war mit mir in der Safari-Zone. Es war aufregend. Hast du die Safari-Zone in Fuxania City schon besucht? Nee, da war ich auch noch nicht. Es gibt dort seltene Pokémon. Sehr seltene Pokémon. Ja, das stimmt. Kapitän wäre kreidebleich. Er sah schlecht aus. Und ich sehe gut aus. Viele Leute werden leicht seekrank. Ja, der Kapitän auch. Und wir müssen dem Kapitän helfen. Soll ich jetzt hier hingehen? Ach komm. Gary! Sieh an! Dakra! Ich würde dich hier treffen. Dakra, hat man dich tatsächlich eingeladen? Wie kommst du mit deinem Pokédex voran? Ich habe bereits 40 verschiedene Pokémon gefangen. Es gibt eine riesige Vielfalt an Pokémon. Versuch dein Glück in purem Gras. Jetzt zeigt er uns wohl sein hohes Gras. Ekelhaft. Giftig. Jetzt wird die Attacke mal nützlich. Oh, wir sind vom Level her stärker als Gary. Okay. Hätte ich nicht erwartet. Ja, genau, trifft doch gar nicht. Ja, na endlich. Schaufler, Bodenattacke bringt nichts gegen Flug-Pokémon. Zieht genau 0 HP ab. Ich sag mal HP, es heißt ja im Deutschen KP. Also ich mich mal echt umgewöhnen. Ich rede ja Deutsch und nicht Englisch. Zur Sicherheit. Obwohl. Ja. Obwohl, nein. Hab ich ihm nicht gehabt. Oh. Nein! Nein! Ich bin so schlecht! Ach ja. Ach ja. Tauboga gegen Tauboga. Okay.
Leber habe ich auch nicht dabei. Na toll. Radikal. Dann lieber auf Menke wechseln. Echt, war das kacke. Durchbruch. Ja, gibt's wieder Coxlabs. Blutenschlag. Kadabra. Das Sacker, das schaffen. Nee, das ist zu gefährlich. Dann lieber Spritzer. Kadabra ist sehr schnell und könnte mit Konfusion sehr böses machen. Ja, Level 18 Konfusion. Ja, ist zu gefährlich. Das Risiko gehe ich nicht ein. Anspielung auf Uri Geller. Genau, deswegen hat ja auch Uri Geller Nintendo verklagt. Wegen diesem Pokémon zum Beispiel. Wegen dem Löffel in der Hand. Nintendo verklagt, habe ich vorhin Pokémon verklagt gesagt, aber das würde ja keinen Sinn ergeben. Nintendo verklagt. Aber Nintendo hat ja zum Glück gewonnen. Wäre ja auch Schwachsinn gewesen. Wenn was anderes passiert wäre. Aquavelle. Rauchwolke. Oh, ich kann singt. Ah, daneben. So wichtige Kämpfe werde ich aber noch speeden. Außer es ist extrem, aber das ist ja noch nicht so ausgeartet. Ja, wieder daneben. Hält sich noch in Grenzen. Aquavelle und Gary wurde besiegt. Mist. Naja, wenigstens trainierst du deine Pokémon. Du nicht, oder was? Es soll angeblich ein großer Meister im Umgang mit Zerschneider an Bord sein. Aber da war nur ein seekranker alter Mann. Der Zerschneider ist äußerst nützlich. Du solltest den alten Mann suchen. Ciao! Bist du Italiener, oder was? Hm, eine Karte. Mhm. Wir sind so gelaufen. Von hier nach da. In Marmoria hast du den ersten Orden bekommen. Dann hier den zweiten Orden. Safrona City haben wir durch den Tunnelpfad übersprungen. Und wir sind jetzt in Orania City. Um es mal eben festzuhalten. Na, was steht denn in deinem Buch? 1000 natürliche Hausmittel gegen Seekrankheit. Der Kapitän liest dieses Buch. Bäh, manche Dinge macht man besser nicht. Ja, das stimmt. Es geht mir gar nicht gut. Dakra massiert mit dem Kapitän den Rücken. Rubbel, schrubb. Ach, das, ja. Ah, ich danke dir. Es geht mir schon viel besser. Möchtest du den Umgang mit dem Zerschneider lernen? Ich könnte es dir beibringen, aber mir ist zu übel. Genau, nimm einfach das hier. Damit bringst du deinen Pokémon den Umgang mit dem Zerschneider ganz leicht bei. Wenn du den Zerschneider einsetzt, kannst du kleine Bäume fällen. Probier es doch bei den Bäumen um Orania City aus. Hier ist auch die Zerschneider VM und ich bring's jetzt auch mal Samen bei. Damals habe ich mir auch extra ein Myrapla deswegen gefangen. Weil bis hierhin hatte ich damals nur ein Shilock. Obwohl, nee, das war bestimmt. Das war hier bestimmt schon ein Turtok. Ja, ich meine schon. Ja. Ins Pokémon Center zu rennen. Dann werde ich das Schiff auch verlassen.
Das finde ich irgendwie traurig. Das Schiff verschwindet und wir werden es nie wiedersehen. Das war's. Da, wo ihr das gerade seht, wo keine Mauern um das Wasser waren. Da kann man mit einer bestimmten Fähigkeit über das Wasser und findet ein Secret. Aber da wir diese Fähigkeit noch nicht haben, kann ich auch nicht dieses Secret zeigen. Das wäre nur möglich, wenn man vorher tauscht. Nee. Ja, genau. Wenn man vorher tauscht mit einem Freund und ein Pokémon erhält, was den Zerschneider drauf hat. Oder eben cheatet. Und dann bräuchte man theoretisch ja nicht auf die MSN zu gehen. Man hätte ja schon den Zerschneider. Denn das Schiff versucht man ja nur, um Zerschneider zu bekommen. Und dann würde das Schiff eigentlich nie den Hafen verlassen. Und man könnte dann später, wenn man die Fähigkeit hat, über Wasser zu gehen, oh, es entwickelt sich, das Secret erreichen. Genau. Nach dem Let's Play werde ich einfach noch, einfach nochmal cheaten und mir ein Pokémon im Zerschneider holen. Und dann, werde ich die MSN nie betreten. Ich spiele dann einfach bis zu einem bestimmten Punkt in der Story und, ja. Aber. Das Vieh wird wohl das schwächste Pokémon in unserem Team bleiben. Also, so viel kann ich mal sagen. Ich habe jetzt auch nur gegen das wilde Pokémon gekämpft, um das alles gleichmäßig zu haben. Denn das war mir ja nicht vergönnt. Das Ding muss ja sterben. Gegen Gary. Ich bin es auch hier nur wegen einer Sache zurückgekommen. Denn das hier habe ich nicht gezeigt. Ein schlafendes Pokémon versperrt den Weg. Ja, das war das Pokémon, was uns dieser alte Mann im Schiff gezeigt hat. Relaxo. Können wir erst viel, viel später im Spiel beseitigen. Gibt auch nur zwei Stück davon im Spiel. Also ist limitiert. Ist hier was? Okay. Ja. Bevor ich aber den Orden hole, gehe ich erstmal durch Dickdas Höhle. Zurück zu alten Orden. Oh, Dickdri. Ja, das war das, was ich meinte. Und auf Level 31. 31. Soll ich es wagen? Nee. Lieber den Zerschneider. Du Scheiße. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, Genauigkeit. Scheiße. Okay, trifft zum Glück. Noch einmal. Ja, okay. Jetzt lieber einen Superball werfen. Dann habe ich auch 27 im Dex. Nee. Ich habe jetzt gerade zwei Entwicklungen gesehen. 29. Dann ist es ja schon fast unnütz, dass ich zurücklaufe, um einen Pokémon zu fangen. Ja, komm. Kampf gräbt es sich ein und attackiert den Gegner aus einer Runde. Ja. Nee, ich habe was Besseres, okay. Nee, wie mache ich das? Ja! Triple Penetrator! Ich gehe aber davor noch zurück.
Nee. Lohnt sich gar nicht, dahin zu laufen. Okay, dann muss ich doch wohl erst die Arena hier plätten. Und das mache ich auch erst im nächsten Part. Also, tschüssi.